Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft. Ich bin hier im Dorf der Bruchauer und wir haben noch ein paar wenige Aufgaben. Ich werde mich mal an diesen Eulenbestien hier versuchen. Da hatte ich ja in den letzten Episoden echt Probleme gehabt, welche zu finden, weil es gab einfach keine. 4 von 20 habe ich bisher gefunden und auch einen Kopf kürzer gemacht. Direkt danach werden wir uns nochmal um diese Nachtelfen ganz links oben hier kümmern. Und dann brauche ich natürlich noch diesen unbeschädigten Giftbeutel. Der hat ja nur eine Halbwertszeit von einer Stunde. Und beim letzten Mal ist er, ja, wusste ich das nicht und er war dann plötzlich wieder weg. Den sammle ich und gebe ihn dann auch direkt danach in Tarrens Mühle ab, damit mir das nicht noch einmal passiert. Ja, und ihr seht auch schon, wir haben auch nicht mehr viele Quests. Es sind nur noch 3, die ich da überhaupt in meinem Questlog habe. Und auch hier in diesem Gebiet gibt es nicht mehr allzu viel zu tun. Ich renne mal jetzt schnell da hoch und suche diese Eulenbestien. Und da fällt mir gerade ein, ich sollte das hier mal wieder hochstellen, damit das alles wieder hübsch ist. Da ist eine, aber die lebt nicht mehr. Der alte Hexenmeister hat sie abgeschossen. Da. Da ist eine. Und da sind noch viel, viel mehr. Okay, sehr gut. Das heißt, mit etwas Glück werden wir heute die letzten 16 Eulenbestien finden und damit kann ich dann endlich auch diese Quest da abschließen. Ich hatte tatsächlich so ein bisschen Panik, dass ich die Quest nicht schaffen werde, wenn ich hier diese Tierchen da nicht finde. So, hier vorne war da noch eine. Da ist sie. Na, darf man nicht so weit weg. Okay, das waren schon mal 3. Noch 13 weitere. Ah, dieser Hexenmeister da gefällt mir gar nicht. Der jagt die gleichen Tierchen. Da ist noch eine, sehr schön. Ja. 8 von 20. Aha, da watschelt auch noch eine und davon ist noch eine, sehr gut. Oh nein, das ist eine Primitive davon, die bringt mir nichts. So, aber laut Minimap ist hier potenziell noch einer. Den Altar von Zul entdeckt. Okay, sehr schön. Nö, hier ist keiner mehr. Ich glaube, dann reite ich mal hier wieder zurück und dann mal hier so an den Rändern entlang. Oh, die versteckt sich. Die hat sich versteckt, okay. Vielleicht war sie auch einfach nur pinkeln da an der Ecke.
Die Wölfe hier sind recht unangenehm. Die sieht man halt immer so furchtbar spät. Komm, hallo. Da macht jemand diese Hühnchenquest. Das da ist dieser Guckel wieder. Den kennen wir ja auch schon. Acht von 20. Ja, ich habe gestern Abend diese Quest mit meinem Jäger gemacht. Also, das war noch nicht mal abends. Das war, wie spät war denn das? 17 Uhr ungefähr. Und es wimmelte hier von diesen Eulenbestien. Und auch den Tag zuvor, auch abends, wimmelte es. Und das ist komisch. Jedes Mal, wenn ich mit meinem Magier unterwegs war, waren hier keine. Und kaum bin ich mit einem anderen Charakter unterwegs, gibt es hier Tausende davon. Ich habe das noch nicht so richtig herausgefunden, woran das liegt, dass es hier manchmal richtig viele Eulenbestien in diesem Gebiet gibt. Und dann wiederum gibt es gar keine. Das hatten wir in den letzten beiden Episoden gesehen, also da waren auf der ganzen Karte verteilt, ja, vielleicht mal eine, höchstens mal zwei Eulenbestien und mehr waren einfach nicht da. Also sie hat auch keinen anderen abgeschossen, es lagen ja nirgendwo Leichen oder so rum. Es gab einfach keiner. Und das ist manchmal recht komisch. Da ist noch einer. Das Mithril nehme ich mit. Und ich habe das Gefühl, jetzt gibt es wieder keine mehr. Das kann es aber durchaus daran liegen, dass ich eben schon hier war und die abgeschossen habe. Ich gehe erstmal ganz schnell zu diesen Nachtelfen. Dann hat das Gebiet hier genügend Zeit, wieder neue Eulenbestien zu erbrüten und schlüpfen zu lassen. Und dann komme ich später einfach nochmal wieder. Wir gehen erstmal hier hoch. So, dann dezimieren wir mal die Nachtelfen und ich bin dummerweise schon wieder nicht allein. Ich habe hier einfach kein Glück. Theoretisch könnte ich natürlich auch in eine Gruppe gehen mit dem anderen Gesellen da. Ich weiß halt nur nicht, ob er gerade an der gleichen Quest ist oder einfach nur diese Schriftrollen verbrennt. Da gab es ja auch diese eine Quest. Level up, sehr schön.
das damit? So, von diesen Waldläufern brauche ich noch 7, also tatsächlich eine ganze Menge. So, looten kann ich später. Lass mal schnell alles abschießen. Nicht, dass mir jemand wegnimmt. Was macht denn der eine da? Der steht die ganze Zeit immer rum und macht nichts weiter. Komm, fall mal um. 12 von 15 Schützen, okay. Da ist noch ein Schütze. Den schnappe ich mir. Ich habe erst 5 von diesen Speeren. Also ich brauche noch 10. Gut, hier laufen ja einige davon rum. Ja, das sind alles Speer. Gut, da hinten nicht, das sind Kundschafter. Aber davon brauche ich auch noch ganz viele. Das waren 2 herrliche Crits, also direkt umgefallen. Da drin ist ein Schütze, okay, davon brauche ich ja nur noch einen. So, und jene noch, dann muss ich erstmal hier die ganzen Leichen looten. Nicht, dass die verschwinden mit dem vielen Silber, das sie da dabei haben. So, du bist der Nächste. Und damit habe ich die Schützen schon mal fertig. Von den Waldläuferinnen brauche ich auch nicht mehr viele. Das ist ein Schütze. Oh, wen haben wir denn da? Einen seltenen Mob. Den hauen wir um. Beziehungsweise die hauen wir um. Das ist ein Mädel. Lass noch schnell was trinken und essen. Jetzt aber. Die Halinde Sommerdrache.
Okay. Da ist noch eine Waldläuferin, sehr gut. Kriegstreiber-Reif des Wals. Bringt mir gar nichts. Bringt mir überhaupt nichts. Da ist noch eine Waldläuferin. Die nehmen wir mit. Und da drüben sind auch noch welche. Springe ich mal schnell darüber, beziehungsweise ich schwimme darüber. Ein schöner Crit. Das sind Schützen und da ist noch eine Waldläuferin. Genau, das ist dann auch die letzte, die ich brauche. Ja, wahrscheinlich wird nicht der Schütze jetzt gleich noch mit angreifen, weil der so nah daneben steht. Aber, na, macht er nicht. Gut. Das sind alles Schützen davon. Na gut, einen muss ich abschießen, damit ich da wieder rauskomme. Super, jetzt greift er mich auch an. Okay. Okay, okay, okay. Da ist ein Speer, dich brauche ich. Läuft auch noch was? Noch ein Schütze? Oh, ich habe keinen Mana mehr. Kein Mana ist blöd. Und das dauert mittlerweile schon wieder mächtig lang, bis mein Mana wieder aufgefüllt ist. Ich weiß noch, ich habe mich vor kurzem erst gefreut, dass ich dieses neue Wasser habe. Das ist gerade mal 3 Level her. Dass das Trinken von Wasser dann wieder so schön, schön schnell ging. Ja, und jetzt ist alles verpufft. Oder was heißt verpufft? Ja, es dauert einfach wieder ewig. Ey, den wollte ich. Hier war ich halt gerade. Dann mache ich mal Folgendes. Ich gehe mal schnell nach Süden und hole mir diesen Giftbeutel. Und wenn ich dann wieder da bin, sollten die ganzen Nachtelfen auch wieder da sein, die ich dann abschießen kann. So, laufe ich hier überhaupt richtig? Wo muss ich denn lang? Ich muss hier links entlang. Beim letzten Mal hatte ja direkt die erste Spinne diesen Giftbeutel dabei. Bin mal gespannt, ob das jetzt wieder so schnell geht. Ich hatte die Quest gestern mit einem Jäger gemacht. Ich musste über 20 Spinnen töten, bis ich endlich diesen Giftbeutel bekommen habe. Also das hat richtig lang gedauert. Ich hoffe, das geht jetzt etwas schneller. Ja, da ist er. Ach ja, da waren ja die kleinen Tierchen. Ja, ich hab ihn. So, und der hält 30 Minuten nur. Oh. Das heißt, ich muss mich hier echt beeilen.
Das heißt, wenn meine Buffs ablaufen, sollte ich schleunigst die Füße in die Hand nehmen, dann könnte ich es gerade so noch schaffen, nach Tarins Mühle zu fliegen. Das sind einfach viel zu wenig Nachtelfen hier. Ist hier drin vielleicht wieder da? Nö, das ist auch nichts. Du bist ein Schütze, dich brauche ich nicht. Aber ein Schütze... Moch. Da ist einer. Ich muss näher ran. Meins. Da hinten sind noch mehr. Das ist zu weit entfernt. Ich befürchte, das war es auch schon wieder. Oh, hier ist einer. Da hinten ist auch noch einer. Genau, und der andere Magier kann ruhig die ganzen Schützen da abschießen. Und diese Waldläufer, die brauche ich ja nicht mehr. Viel Spaß in dem Häuschen da. Steht da. Okay, jetzt kommen die ganzen Kundschafter und Speer wieder. Das gefällt mir. Und jene da noch. Und danach brauche ich erstmal wieder Mana. Gut, und noch drei Speer und einen Kundschafter. Da ist ein Speer. Dann ist noch einer. Widerstanden, na sowas. So, hier wäre dann der letzte Speer. Und hier rechts ist ein Kundschafter und damit wäre dann die Quest abgeschlossen.
Solange mir der andere Magier jetzt nicht irgendeinen wegnimmt, aber ich sehe ihn nirgends. So, du noch. Hochtalkundschafterin, die letzte. Wunderbar, damit haben wir diese Quest abgeschlossen. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich die abgeben muss. In unserem Dörfchen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch diese Eulenbestien abschießen. Die letzten 7 Stück da. Das sollte doch machbar sein innerhalb von 17 Minuten. Was sagt der Giftbeutel? Ich habe noch 22 Minuten Zeit, den abzugeben. Hier ist was. Da ist was. Eisen. Okay, da bin ich mal gespannt, ob ich jetzt hier solche Tierchen finden werde. Ganz viele Wölfe gibt es. Aber ich sehe keine Eulenbestie. Das ist wieder die falsche. Ich fasse es nicht, jetzt sind die wieder weg. Das ist ganz kurios mit diesen Eulen. Na, hier ist keine mehr. Oh. Da ist eine. Eine einzige. Nö, es gibt keine mehr. Ist das der Hexmeister von vorhin? Ja, ich glaube. Das würde das natürlich erklären, wenn der immer noch diese Eulenbestien jagt. Warum es hier keine neuen gibt. Er hat sie einfach wieder abgeschossen. Gut, dann reite ich diese eine Runde hier noch zu Ende. Und... Ah, das ist wieder die falsche. Ich weiß, dass ich später noch einmal hierher muss. Und zwar gibt es in Feralas eine Quest, die mich nochmal hier hinschickt und sagt, du musst mal etwas von diesen Eulenbestien einsammeln. Dann schließe ich das halt dann mit dieser Quest ab. Ich bin guter Dinge, dass ich dann diese verbleibenden 6 Eulenbestien finden werde. Denn das macht überhaupt keinen Sinn, jetzt hier noch eine halbe Stunde im Kreis zu laufen. Erinnert mich so ein bisschen an die Parkplatzsuche in einer Großstadt. Da wird man auch ständig im Kreis, bis man irgendwann mal etwas findet oder auch nicht findet. Oh, die nehme ich aber mit. Gut, dann brechen wir das mal ab. Ach, ich sehe gerade, ich kann ja meinen Ruhestein gar nicht benutzen. Denn der ist noch auf Cooldown. Dann reite ich halt darüber.
So. Uto Mochiko. Ich habe ganz viele Nachtelfen getötet. Und er möchte jetzt 10 lange elegante Federn. Alles klar. Das ist so eine Quest. Da muss ich diese Greifen töten. Oder irgendetwas anderes, was lange elegante Federn fallen lässt. Oder ich kaufe die einfach im Auktionshaus. Das ist eine recht zähe Quest, wenn man jetzt hier wirklich auf Greifenjagd geht. Ich sammle diese Federn mal so peu à peu nebenbei ein. Raus damit! Aber erst einmal fliege ich nach Tarens Mühle. Genau, diese Quests da diese Federn sammle ich nebenbei ein. Es gibt auch noch andere Flugtiere, die diese fallen lassen, glaube ich. Müsste da mal googeln. Ja, wo geht's als nächstes hin? Ich hatte es ja schon so leicht durchblicken lassen. Wir gehen als nächstes nach Ferralas. Und zwar hier rüber. Da gibt es allerhand zu tun. Und hier gibt es dann auch eine Quest, die mich direkt wieder zurück in das Hinterland schickt und mich Eulenbestien töten lässt. Und im Zuge dessen hoffe ich, dass ich dann die restlichen 5 wilden Eulenbestien zusammenbekomme. Bin ich guter Dinge, dass das sollte funktionieren. Genau. Fliegen wir erstmal hier schnell weiter. So, da sind wir in Tarens Mühle. Es regnet, es ist nebelig. Es ist einfach nicht schön. Ich will auch gar nicht lang hier bleiben. Raus mit der Schau mal hier, ich habe hier einen unbeschädigten Giftbeutel für dich. So, sprecht mit Meister Gadrin in Senshin. Fürchtet die Lebenden. Senshin? Das ist doch ganz im Süden von Durotar. Okay. Okay. Dann machen wir Folgendes. Die nächste Episode wird ganz im Süden von Durotar anfangen. Und da kann ich Meister Gadrin konsultieren. Ich weiß nicht, wo mich die Quest danach hinschicken wird. Aber das große Ziel ist, dass wir in der nächsten Episode schon anfangen, hier in Ferralas zu questen. Das heißt, mein Ruhestein werde ich auch schon auf dieses Gebiet setzen. So dass ich direkt von Meister Gadrin hier in Senshin dann hier rüber teleportieren kann. Genau. Das ist der Plan für die nächste Episode. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Däumchen da. Und wenn ihr mehr von World of Warcraft in Zukunft sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Bis dahin, gehabt euch wohl.